Warum ich Vollvölker sehr ungerne oder eigentlich gar nicht umweisele, das schauen wir uns in diesem Video an. Viel Spaß! Ja, hallo meine lieben Bienenfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Praxisvideo hier auf nordbiene.de. Ja, wir haben heute Sonntag, den 3. Juli, es ist schon wieder schwül warm. Gestern hatte ich alle meine Völker durchgesehen, bis auf dieses Volk hier. Alle Völker sind weiselrichtig, die Königin kam begattet zurück und alle Völker sind in schönster Brut. Somit sind jetzt überall dunkle Bienen F1 vorhanden und die Völker konnten den Stein wieder ganz normal aufgelegt bekommen. Und eine gelbe Karteikarte mit einer Königin aus dem Jahr 2022. Hier haben wir ein Volk, von dem weiß ich gar nicht, was für eine Königin hier drin ist. Das Volk fiel in diesem Jahr besonders auf, weil es im März, April nicht in den Quark kam. Erst Ende Mai wurde es stark, hat aber trotzdem nicht mehr als zwei Zagen besetzt. Ich habe mir das Brutnest angeschaut in der Zwischenzeit mehrmals. Brutnest ist eigentlich okay. Entweder war die Königin nicht in Ordnung oder aber das Volk, das war zu stark eingefüttert, sodass die Bienen gar nicht genug brüten konnten. Ich möchte dieses Volk umweiseln oder dieses Volk, ja, eigentlich umweisen kann man sagen. Und zwar aus folgendem Grunde, das war der erste Grund, den ich nannte. Und der zweite Grund ist hier, das ist mit Sicherheit keine dunkle Biene, die hier drin ist. Nicht mal eine F2 oder eine F3. Entschuldigung. Von daher möchte ich dieses Volk gerne umweiseln. Woher diese Bienen stammen, weiß ich letztendlich nicht. Optisch könnten die Bienen fast irgendwie Karnika-Charakter haben. Die Biene flucht mir fast in den Mund. Ja, wir haben ein bisschen Tracht. Die Linde blüht. Winterlinde fängt jetzt an zu blühen. Und es gibt tatsächlich Nektartracht. Die Bienen kommen schwer beladen zurück hier. So, von daher möchte ich dieses Jahr mit euch versuchen, dieses Volk umzuweiseln. Falls das nicht gelingen sollte, das kann natürlich passieren, weil Umweiselung von Völkern geht zu 70% schief, 80% bei der dunklen Biene. Und falls es nicht gelingen sollte, ich habe genug Völker und das Volk, das wird dann aufgelöst. Aber ich habe noch einige Reservekönigin in den Begattungsvölkern mit dunkler Königin F1. Der qualmt mich hier voll, sodass wir das hier einfach mal riskieren. Wir gehen heute so vor, das Volk wird entweiselt. 9 Tage später werden dann die Nachschaffungszellen gebrochen. Und dann entscheide ich mich für ein Einweiselungsverfahren hier. Das muss ich mir nochmal überlegen, wie wir das am besten hinbekommen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, nach meinen Erfahrungen gehen 70% aller Einweiselungsversuche im Sommer in Vollvölkern schief. Viele Imker merken das gar nicht, weil die Völker, die ziehen nach. Die lassen die Königin vielleicht ein paar Eier legen und stechen sie dann ab. Oder aber sie ziehen still und heimlich eine eigene Königin nach und die Weiselzelle wird nicht entdeckt. Das kommt alles vor hier und von daher ist meine Erfahrung, dass Umweiselungen von Königin, also Einweiselungen von Königin in Vollvölkern in der Regel schief gehen. Und das betrifft erst recht die dunkle Biene, weil die ist ein bisschen verteidigungsbereiter und akzeptiert schwieriger Fremdkönigin hier. Nun haben wir ja, wie gesagt, Reservekönigin, die sind in voller Eilage und da dürfte die Annahme ein bisschen besser sein, weil der Postweg entfällt und von daher können wir das hier einfach mal versuchen. So, heute gilt es, die Königin zu finden, rauszufischen und das Volk danach wieder zu schließen. Das machen wir jetzt, auf geht's. So, zunächst wieder wie immer ein bisschen Rauch in das Flugloch hier. Das können wir nachher auch ein bisschen einengen, das wird Zeit, denn die Räuberei, die lässt nicht mehr lange auf sich warten. Wir haben ja bald Trachtende hier und dann werden die Bienen auf jeden Fall in Räuberei geraten. So, Volk sitzt wie gesagt auf 2 Zagen mit Absperrgitter dazwischen. Okay. So, ja, Futter genug vorhanden, obere Zage ist schwer. So, dann fangen wir mal mit der Randwabe an. Ziel ist ja, Königin zu finden. Bienen sind nicht ganz so entspannt heute.
Ja, und ihr seht, Brutflächen sind eigentlich in Ordnung. Aber wir sehen auch eigentlich eine ziemlich graue Biene. Also mit dunkler Biene hat das nichts zu tun. Das könnte auch noch Sikula-Abstammung sein, irgendwie. F sowieso. Na, schauen wir mal. Das ist wie gesagt eine Randwabe. Ziel ist, Königin zu finden. Jo. Wenn da mal nicht noch Sikula-Blut mit drin ist. Ja, wir sehen Brutflächen in Ordnung, aber trotzdem ist das Volk nicht aus dem Quark gekommen hier. Nicht aus dem Quark gekommen heißt, nicht über zwei Zagen hinaus. Ja, eine graue Biene mit relativ viel Drohnen dazwischen auch. Aber Brutbild ist völlig in Ordnung. Ja, von daher. Entweder hat das Volk nochmal im Mai umgeweiselt, das kann natürlich sein. Oder aber es war tatsächlich überfüttert. Das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Oder die Genetik, wie gesagt, war dementsprechend. Eine dunkle Biene ist es nicht. Wie gesagt, es könnte sein, dass da Sikula mit drin ist. Aber noch ist das Volk relativ sanft. Also relativ ruhig. Jo. So, wir suchen die Königin. Meistens befindet sie sich immer auf der letzten Wabe dann. Ja. So, ihr Lieben, jetzt müssen langsam mal die Königin kommen hier. Vorletzte Wabe. Die ist auch schon schwerer, das dürfte auch ein Nektar drin sein. So, dann gucken wir da nochmal. Ich gucke immer gerne nochmal auf die letzte Wabe immer. Denn die Königin, die flüchtet ja vor dem Licht. Ja, dann haben wir alle Waben durch. Meine Güte, Königin nicht gesehen, sowas Blödes. Eine Wabe haben wir noch. Und möglicherweise. Jo. Dann müssen wir nochmal durchsehen, nützt nichts. Normalerweise mache ich das auch immer mit Leerzarge, also dass wir die Waben komplett umhängen, nicht wieder ins Volk zurück. Aber ich dachte, ich wäre hier erfolgreicher mit der Suche der Königin. Dann müssen wir nochmal durchschauen, das nützt alles nichts. Jo. So, meine Lieben, so sehen wabenläufige Bienen aus. Ich musste tatsächlich das Volk wegstellen. Hier habe ich eine neue Zarge mit neuem Boden hingestellt, denn auch bei zweimaliger Durchsicht habe ich die Königin nicht gefunden. Bis jetzt noch nicht. Es kann gut sein, dass sie in der Zarge von den Waben gelaufen ist und das muss natürlich kontrolliert werden. Daher Wabe für Wabe umhängen.
Und das bringt natürlich überhaupt keinen Spaß. Das sind dann die warmläufigen Bienen hier. Da wird wahrscheinlich Sikula-Blut mit drin sein. Das nehme ich ganz bestimmt an. Und ich glaube auch, die Königin, die ist gleich von der Wabe gelaufen in irgendeine Zagenfuge, wie auch immer, und sitzt irgendwo im alten Bodenbrett, nehme ich mal an, ja. Denn auf den Waben hier ist sie nicht zu sehen. Die Waben, die werden das dritte Mal jetzt durchgeschaut und in die neue Zarge gehängt. Jo. Und bei wabenläufigen Bienen, wie bei dieser Kreuzung hier, was auch immer das für Bienen sind, bringt das natürlich überhaupt gar keinen Spaß. Da kann die Königin auch noch so schön bunt gezeichnet sein, wenn sie von den Waben läuft und sich im Falz niedersetzt. Dann sieht man sie einfach nicht. Aber dennoch, ich zeichne ja meine Königin in der Regel nicht. Und von daher ist auch diese Königin nicht gezeichnet. Ja, die hat mit Sicherheit die Waben verlassen. Das kann gar nicht anders sein. Das werden wir gleich sehen. Ja, die hätte ich mal gleich umhängen sollen. Nämlich meine altbewährte Methode. Also nicht einfach nur Waben ziehen, sondern Volk zur Seite stellen. Neue Beute auf den alten Platz und Wabe für Wabe umhängen in die neue Beute. Das ist bei wabenläufigen Bienen einfach besser. So, jetzt bin ich mal gespannt, was sich in der Zarge befindet. So, dann haben wir alle Waben durchgeschaut. Die habe ich abgestoßen hier. Okay. So, nun bin ich mal gespannt. Die wird wahrscheinlich hier im Falz sitzen irgendwo. Manchmal läuft sie auch so ein Flugloch hinaus. Ja, ach ja. Nee, auch nicht zu sehen. Das gibt's ja gar nicht. Ach ja, meine Lieben, das gehört auch dazu. Das kommt ganz selten vor, aber ich habe die Königin nicht gefunden. Das ist ja schrecklich. Wann habe ich das letzte Mal erlebt? Es kann sich hier eigentlich nur um eine minderwertige Zwergkönigin handeln. Das wäre auch die Erklärung, warum das Volk nicht aus dem Quark gekommen ist. Ja, wie ärgerlich ist das denn? Das Volk viermal durchgesehen, davon zweimal jeweils in eine neue Beute gehangen, umgehangen und aber einige Waben abgestoßen hier auf das Anlaufbrett, auch Zarge und Boden natürlich. Nichts zu sehen, keine Königin zu finden. Allerdings Brut in allen Stadien ist vorhanden und ich denke mal, es wird sich hier wohl um eine Zwergkönigin handeln, die ist so klein und minderwertig. Kein Wunder, dass das Volk nicht aus dem Quark gekommen ist hier. Das wäre dann natürlich die Erklärung, ne? Ja, es ist heute schon relativ spät am Tage. Ich weiß nicht, wie sich das Wetter noch hält. Der nächste Schritt wäre jetzt hier durchsieben, also mit Absperrgitter das Volk sieben. Das mache ich aber heute nicht mehr. Wie gesagt, das Volk, das ist jetzt viermal durchgeschaut worden. Und
Die armen Bienen, sage ich da nur, das ist einfach so. Von daher ist das heute dann erstmal Ruhe. Morgen geht's weiter. Königin muss ja gefunden werden. Das nützt ja nun mal nichts. Und von daher, ja, es ist leider so. Auch das gehört zur Imkerei dazu. Manchmal läuft es nicht so glatt, wie man sich das vorstellt. Irgendwann werde ich die Königin ja finden und dann schauen wir mal, was wir mit dem Volk hier machen. Wie gesagt, das Volk ist nicht in optimaler Volksstärke, auch jetzt zurzeit nicht. Von daher kann es sich nur um eine minderwertige Königin handeln. Und wenn ich sie wirklich jetzt nicht finden sollte, beim nächsten Mal sieben zum Beispiel, dann würde ich das Volk hier auflösen. Denn das ist so gerade an der Grenze von der Volksstärke, die man noch tolerieren würde hier, würde ich sagen. So, der Großteil der Bienen ist gesiebt am nächsten Tag hier. Aber ich vermute mal, wir werden keine Königin finden. Das schauen wir uns jetzt mal an. Okay. Ups. Genau, das kann drauf bleiben. Müssen wir leider noch mal auseinandernehmen. So, das sind die gesiebten Bienen. Die gucken wir uns gleich an. Da sind nämlich ganz viele Drohnen drunter. Genau. Dann nehmen wir wieder das alte Flugbrett, Bodenbrett hier. Gut, so, die Bienen, die können sorglos wieder rauf. Die sind ja alle gesiebt. Okay, keine Bienen quetschen. Genau. Okay. So, und das Siebgut, das schauen wir uns jetzt an. Aber ich denke mal nicht, dass wir da eine Königin finden. Denn die wird nicht vorhanden sein, schlicht und ergreifend. Ja, das sind alles Drohnen. Die gehen natürlich alle nicht durchs Absperrgitter. So, machen wir mal ganz gut gucken hier. Ja, keine Königin zu sehen. Auch hier dürfte keine zu sehen sein. Ach ja, so meine lieben Bienenfreunde, das Volk x-mal durchgeguckt, auch gesiebt heute. Es ist aber erwartungsgemäß keine Königin vorhanden. Ja, wie stellt sich die Situation dar? Es läuft nicht immer so, wie man sich es wünscht. Und per Zufall habe ich durch die Kontrolle ja feststellen müssen, dass hier wahrscheinlich überhaupt gar keine Königin mehr drin ist, seit ungefähr 4 bis 5 Tagen. Und denn wir haben heute keine Stifte gesehen, ich habe genauer gesehen, noch genauer nachgeschaut. Keinerlei Stifte vorhanden. Allerdings noch Brut in allen Stadien, das heißt von den Jungmaden bis zur verdeckelten Brut alles vorhanden.
Die Königin, die muss also vor 3-4 Tagen verloren gegangen sein. So stellt sich die Situation dar. Von daher kein Wunder, dass ich hier keine Königin gefunden habe. Auch anhand des Siebens heute auch keine unbegattete Königin vorhanden. Das heißt, die minderwertige Königin, die gar nicht mal in der Lage war, dieses Volk auf Volksstärke zu bringen, auf richtige Trachtstärke, die ist in den letzten Tagen abhanden gekommen. Das haben wir heute zufälligerweise erkannt hier. Tja, das Volk gefällt mir auch nicht. Es ist nicht stark genug. Zwei Zagen werden zwar besetzt, aber trotzdem die volle Volksstärke, wie ich sie jetzt erwarte im Juli, die ist gar nicht vorhanden. Und ich werde das Volk also nicht umweiseln, sondern das Volk, das wird hier aufgelöst. Ganz einfach, denn da jetzt noch eine Königin zu geben, das wäre mir zu riskant und zu schade um diese Königin hier. Von daher, das Volk ist entweiselt. Ich habe heute einige Zellen gebrochen, einige Larven, die mit Nachschaffungszellen versehen waren, sodass ich hier am nächsten Sonntag nochmal die letzten verdeckelten Zellen brechen werde und dann 2 Wochen später oder 3 Wochen später, je nachdem wie es gerade passt, wird dieses Volk dann ins Gras gefegt. Erfahrungsgemäß lohnt es nicht, solche Völker zu päppeln, solche Völker auf Winterstärke bringen zu wollen. Das wäre dann doch zu riskant. Und wie gesagt, ich wollte ja auflösen, von daher kommt es mir, oder verringern vielmehr meine Völkerzahl, von daher kommt es mir ganz entgegen. Dieses Volk wird also nicht umgeweiselt, sondern aufgelöst. Da lohnt sich keine weitere Liebesmühe. So, meine lieben Bienenfreunde, solche Völker gibt es auch, solche Situationen gibt es auch in jeder Imkerei, völlig normal. Von daher, es läuft manchmal nicht immer alles planmäßig, aber ist ja auch nicht schlimm, wir haben hier Völker genug. So, ich sage schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf nordbiene.de. Tschüss!